Servus, schön, dass ihr wieder dabei seid. Es freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Noch fast mehr freut mich, dass es endlich mit der Absaugung losgegangen ist. Installation der Absaugung. Vorher konnte ich es nicht machen. Ich wollte natürlich zuerst die Wände fertig haben, sonst wird das ja kompliziert. Wenn ich an der Wand was herunterlaufen lasse, müsste ich es wieder weggeben und so weiter. Auf jeden Fall zuerst alles fertig machen und dann die Absaugung installieren. Das Hauptrohr ist 225 mm. Manches nur 220. Ich habe verschiedene Systeme zusammengekauft, weil ich es gebraucht billig erworben habe. Und die Teile, die mir dann noch gefehlt haben, habe ich mir jetzt einmal bestellt. Also diese Teile musste ich neu kaufen. Das sind so Reduzierstücke, so konische. Hier gibt es diverse Schellen. Das sind so Aufhänger für die Decke. Hier sind Schellen. Hier habe ich mir so Schellen gekauft mit einem Gummi drinnen. Also mit so einem wie Kaugummi, quasi der abdichtet. Hier musste ich umbiegen, dann gibt es wieder andere Sachen, andere Verbinder. Das sind diese Verbinder hier. Das ist wieder ein anderes System. Das sind eigentlich die besten. Aber dieses System wäre das teuerste gewesen. Und ich wollte natürlich schon relativ billig das Ganze haben. Denn woher das ganze Geld? Drogenverkauf ist leider im Burgenland nicht so beliebt. Dieser Abzweiger geht zur Fräse dann hin. Der Wand hier unten entlang und da unten kommt die Fräse hin. Das wird dann unten aufgesplittet auf zwei Teile, denn meine Oberfräse, meine Tischfräse wird unten und oben angesaugt. Das hier wird die Kreissäge werden. Hier werde ich anschließen die Bandsäge. Und das, was hier noch weiterläuft, geht bis da hinten in die Ecke. Und hier wird die Langbandschleifmaschine angeschlossen. Ich konnte natürlich da oben nicht weitermachen, da ich erst die Durchführung machen musste. Hier, das passt nicht hundertprozentig dicht zusammen, aber das werde ich mir mit dieser Spachtelmasse dann ausspachteln innen, habe ich mir gedacht. Diese Absaugung hier habe ich auch gebraucht, gekauft, relativ günstig erworben. Hier habe ich mir einen Winkel, also so ein Gestell angeschraubt mit einer Unterkonstruktion drinnen, dass es gut hält. Hier steht der Motor oben und hier musste ich mit einem Konus vergrößern. Von 200 auf 225 musste ich das vergrößern. Ich glaube nicht, dass das unbedingt optimal ist. Ich hatte diese 225er Rohre und was soll ich tun? Hier sind noch diverse Rohre, hier ein Abzweiger und so weiter. Zur Wand, also muss das immer der Abzweiger seitlich weggehen. Wenn man das ganze System jetzt an der Wand entlang gemacht hätte und dieser Abzweiger würde gerade nach unten gehen und man benutzt diese Maschine nicht, sondern eine andere Maschine weiter hinten, würde sich das hier, das ganze Rohr nach unten anfüllen mit Dreck, also wenn das nach unten schauen würde. Daher muss das immer seitlich wegschauen. Ich hoffe, ich habe das jetzt verständlich erklärt, denn wenn das Rohr, also der Abzweiger, nach unten wegschauen würde und oben würde der Dreck, also die Hobelspäne drüber gesaugt werden, würde das immer langsam hineinrieseln und irgendwann würde sich das ganze Rohr hinauffüllen. Daher immer seitlich und das Rohr immer von der Ansaugrichtung, also der Abzweiger muss natürlich wegschauen. Das ist sowieso logisch. Von den tollen Systemen geht das sowieso gar nicht anders zusammenbauen. Bei meinem System, wo ich das umbiege, könnte ich es natürlich drehen und wenden, wie ich wollen würde. Aber wie ich wollte, aber da muss man halt aufpassen, sonst füllt man ja das Rohr auch, wenn das in die falsche Richtung steht, dieser Abzweiger, und der Dreck, also die Hobelspäne kommt so daher, würde sich das Rohr auch wieder füllen. Also da muss man ein wenig mitdenken. Des Weiteren werde ich das ganze System erden. Ich habe mir extra ein Kabel hingelegt, dass es geerdet ist, damit keine Brandgefahr, glaube ich, besteht, denn wenn sich das statisch auflädt, ist ein Problem, dass sich drin Klumpen bilden und die Absaugung quasi verstopft. Und es könnte sich, glaube ich, auch entzünden, wenn so kleine, also Erdung ist immer wichtig. Also wenn ihr sowas macht, unbedingt schaut, dass ihr so viel Eisenrohre wie möglich verbaut. Denn ein Meter von diesen flexiblen Schläuchen, die wir alle kennen, ist wie 3 Meter Eisenrohr. Also die Saugleistung verringert sich so stark durch diese Wellen, die diese Schläuche haben. Also ich werde versuchen, dass ich meine Kreissäge ohne Schlauch montiere, also dass ich direkt mit einem Eisenrohr quasi hingehe und diese anschließe. Und bei der Fräse schaue ich wirklich, dass ich minimalste Schlauchlängen habe. Das Einzige ist, dass ich bei der Hobelmaschine wahrscheinlich einen längeren Schlauch haben werde. Aber wenn ich auf der Hobelmaschine arbeite, mache ich die ganzen Schieber sowieso zu, dann saugt die ganze, also dann ist die ganze Ansaugleistung nur bei der Hobelmaschine und dann, glaube ich, sehe ich darin kein Problem. Dieses Rohr ist jetzt eingeschnitten auf die Länge und jetzt muss es hier zusammengestückelt werden und jetzt muss ich
das hier umbärteln oder umfranzeln. Hierzu habe ich in einer Schraube einen Schlitz und dann biege ich das nur. Das mache ich auf zwei Runden, dass ich nicht zu viel auf einmal biegen muss. Zweite Runde ist gleich fertig. Hier, wo es zusammengestückelt wurde, muss ich mit der Kombizange das umbiegen. Da komme ich nicht hinein mit meinen Schrauben. Und jetzt mit dem Hammer, der eine ganze Ecke hat, also der nicht hier abgefasst und abgerundet ist, den halte ich mir hierher. Und jetzt muss man sich vorstellen, dass hier oben das genauso wie dieses Stück hier umgebärtelt schon ist. Und das sollte dann mit meinem Stück halbwegs zusammenpassen, was es auch tut. Und hier kommt dann nur eine Schelle drüber. Hier gibt es mehrere Variationen. Das eine mit dem Wie-Kaugummi, mit einem Gummiband und so weiter und so fort. Also es ist wieder einiges weitergegangen, ein Tag später quasi. Und eins kann ich euch sagen, improvisieren ist das A und O von so Luftleitungen legen, also so Absaugrohren, nicht Luftleitungen. Denn was hier alles vorkommt, ich werde euch da einiges zeigen jetzt. Dieses System hier mit dieser Nase hier muss mit diesen Ringen abgedichtet werden. Da werden die Rohre ineinander geschoben. Dann gibt es das umgebärtelte. Dazu braucht man diese Ringe, die in dieses umgebärtelte hineingreifen. Hier gibt es extra Dichtbänder, die ich genommen habe. Die brauchen aber so viel Platz. Jetzt ist es besser, mit Silikon zu arbeiten. Eigentlich würde es auch ohne Halten dicht sein, denn das presst wirklich so gut zusammen, das verkeilt sich regelrecht. Für das umgebärtelte gibt es aber auch dann diese Ringe. Die sind mit einer Gummiband drinnen. Dann gibt es solche noch. Dann gibt es so vorgefertigte, die haben den Kleber quasi schon integriert, also diese Dichtmasse. Hier beim Eintritt in die Werkstatt, das passt überhaupt nicht noch, das ist um einen Zentimeter um. Leider kann ich das nicht anders lösen, als einfach einen Ring und Kleber hingeben, denn leider habe ich nicht die passenden Rohre. Dann geht es hier weiter, rüber zu der Kreissäge. Hier muss man noch improvisieren, also verjüngen mit einem Konus. Hier geht es zur Fräse, das werden wir jetzt als nächstes machen. Und hier hinten wird die Bandschleifmaschine abgesaugt. Hierzu habe ich dieses Teil und das muss ich zweimal verjüngen, muss aber noch hier was wegschneiden, kürzer schneiden, umbärteln. Auch hier muss ich das noch umklopfen. Ich habe auch einen Profi angerufen und gefragt, ob die auch so lange brauchen, wie ich mit meinem Vater gebraucht habe oder noch immer brauche. Und die haben gesagt, ja, diese Arbeit ist schrecklich. Sie machen das quasi so als Selbstbestrafung, diesen Job. So, das will ich jetzt hier, denn hier kommt die Tischfräse her. Es ist, glaube ich, sinnvoll, ich nehme das herunter. Kann ich besser dazu beim Umbiegen. Ich hoffe, ich mache die richtige Seite, sonst ist es doof. Zweite Runde. Jetzt muss das hier rauf. Das muss dicht passen und das passt jetzt wirklich sehr genau. Hier habe ich gerade gesehen. So, das lege ich mir hier am Boden, dann kann ich genau schauen, ob ich gerade bin. Dann mache ich mir mit dem Lackstift eine Markierung. Dann nehme ich
So eine Dichtklemme mache ich in meinen Testlauf. Bei der ist wieder der Vorteil, sehe ich gerade. Die kann man, hier kann man das aushängen. Da muss man eigentlich nur schauen, dass das hinten schön drinnen ist. Und hier vorne erkennt man, ob das schön in dieser Nut läuft. Und wenn das passt, kann man es eigentlich anziehen. Und dann kann ich hier noch die Schraube eindrehen und richtig spannen, dass das hier hereinrutscht. Denn es kann sich manchmal verkanten und dann hat man ein Problem und weiß gar nicht warum. Hier steht auch das Maß 160 mm, 160er Rohr. Also, der Trockenlauf war erfolgreich. Jetzt nehme ich das wieder herunter. Ich hätte euch das, wie gesagt, oben schlecht zeigen können am Gerüst. Ist es ja so schon recht kompliziert, wenn ich euch das herunten zeige. Ich gebe dann zur Sicherheit immer eine kleine Wurst Silikon. Müsste ich nicht, aber ja. So, jetzt das drauf. Kontrolle Strich, also dieser Strich, und die Klemme werde ich vorne geben, na, ist egal, seitlich. Hier Kontrolle, dass es genau quasi die Nase hier in der Nut liegt, dass es hier ineinander rutscht, dann einhängen. Kann ich es noch ein wenig drehen. So, dann kann man auch hineinschauen, die Dichtheitsprobe machen, zuhalten. Wenn hier kein Wind herauskommt, ist es dicht. Das war jetzt natürlich ein Scherz. Und hier kann man jetzt erkennen, das liegt jetzt überall schön an, aber noch nicht richtig fest. Jetzt nehme ich die Bohrmaschine mit einem Schlitz, ziehe das jetzt richtig fest an. Und jetzt ist das wirklich bombenfest. Also da kann nichts mehr durch. Ich will jetzt nicht sagen, dass das Coronavirus dicht ist, denn sonst fällt eventuell der Regierung ein, dass das eine super Sauerstoffmaske wäre mit zwei großen Filtern hier. Und dann kann man quasi, wenn man ein Lokal betritt, die Klappe aufmachen, kann atmen und wenn man zu nahen Kontakt mit Menschen hat, kann man sich die Luft komplett absperren und es ist unmöglich, jemanden anderen anzustecken. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, wenn man sich das hier anmietet oder mit Zugurten quasi um den Kopf hängt. Aber das ist nicht meine Aufgabe. Und das nächste, was ihr jetzt sehen werdet, ist mit diesem System hier quasi das dicht zu machen. Hier gibt es auch extra Bänder. Das habe ich auch. Das wickle ich einmal herum, schneide es mir ab. Also man könnte hier auch eine Silikonwurst geben, nicht zu sehr anziehen, sonst wird das um einiges länger und dann überlappt es hier zu stark. Aber meistens schafft man es sowieso nicht, dass es genauso lange ist wie beim Test, sage ich ja, um 2 cm länger. Was sollt ihr über mich jetzt denken? So, und jetzt schiebe ich das darauf und dann diese Klemme. Jetzt hält das quasi fast von alleine. Jetzt unterstelle ich mir das hier. Oh. Unterstelle ich mir das hier. So. Und jetzt kommt diese Schelle, hat hier eine Nase und hier. Eine Nase greift hier ein und die andere hier. Und das zieht das wirklich extrem fest zusammen. Also eine wird hier eingezogen und eine hier. Und das ist meiner Meinung nach das professionellste System. Ich hoffe, das kann man jetzt erkennen. Das ist hier und hier quasi in der Nut. Und wenn ich da zusammenziehe, wird das extrem dicht. Jetzt ziehe ich das mal halbwegs leicht an. Und dann schaue ich, ob das im rechten Winkel ist. Hier kann ich nicht auflegen. Hier habe ich meine Leisten. Lege ich mir die Wasserwaage rüber.
Schau. Immer oben und unten anziehen, dass sich das halbwegs gleichmäßig spannt. Jetzt habt ihr gesehen, wie es mit diesen Schellen geht, wie man das umbiegt, dass es zusammengeht, wie das mit einem anderen System geht. Wenn man das ineinander einstecken muss, also das habe ich hier auch schon gemacht, so eine Welle erzeuge, dass es ins andere Rohr hineingeht. Nimmt man das einfach mit einer Spitzzange und dreht es so lange, bis es hineingeht. Dann kann man Silikon oder so ein Dichtband geben. Man kann 3-4 Nieten geben. Dieses System ist auch bei ein paar Rohren. Also da wird es vernietet. Und ich kann nur eins sagen, ich hoffe, ihr macht das nach, wenn ihr so eine kleine Werkstatt habt, um die Maschinen abzusaugen. Es erspart einem wirklich sehr viel Zeit und die Schläuche liegen nicht mehr in der Gegend herum. Es wirkt, glaube ich, sauberer und es ist ein angenehmeres Arbeiten. Die Absaugung steht bei mir nicht im selben Raum. Somit ist der Feinstaub eigentlich auch gar nicht bei mir. Das Einzige, was ich tun muss, ist, wenn ich mit dem Holzofen heize, ich muss ein Fenster aufmachen, wenn ich absauge, denn hier zieht es mir dann 5, 6, 7, 8, 8.000 Kubik in der Stunde heraus. Und dann würde vom Ofen dann würde ich eine Rauchgasvergiftung bekommen. Ja, da muss man eben aufpassen. Wenn ich das hier einbaue und hier kommt ja die Luft heraus, die warme dann. Und dann eine Bohrung in die Werkstatt hinein und dann sollte die warme Luft ja wieder hineingeblasen werden. Also Wärmerückgewinnung auf selbst gemacht und ein bisschen oldschool. Diese Schläuche haben andere schon weggeworfen, weil sie denen zu kaputt waren. Aber für mich ist das Kaputte fast wie neu. Dieser Draht, der hier ist, den werde ich hier anlöten, denn meine Rohre werden ja wie gesagt geerdet, damit kein Funkenschlag oder ähnliches passieren kann. Also das wird hier angelötet und das geht dann an die Fräse. Und wenn ich dann absauge, kann ich einfach den Schieber aufmachen, öffnen, dann wird abgesaugt und wenn ich nicht arbeite, mache ich zu, dann hat die Maschine, an der ich arbeite, noch mehr Saugleistung, da ja nicht hier unnötig was verloren geht, denn ich alleine an zwei Maschinen gleichzeitig arbeiten, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ich habe es schon mal versucht, ich habe die Hobelmaschine hinter der Kreissäge hingestellt, habe ein Teil geschnitten und gleich in die Hobelmaschine hineingetaucht. Das war aber eine akrobatische Meisterleistung und so ans Limit will ich nicht immer gehen. Hier ist das Letzte und hier beim Schieber werde ich einen Winkel montieren, links und rechts, dass der stabil hält. Ich habe schon vorgebohrt. Hier drehe ich einfach eine Schraube hinein mit Beilagscheibe. Vorher habe ich geschaut, dass das Rohr in der Waage ist. Andere Seite mache ich dasselbe. Jetzt kommt hier eine Sechskant, 6 mm mit Beilagscheibe hinein. Beilagscheibe, Mutter. So, und jetzt nehme ich die Wasserwaage, gehöre ich ganz schön hinein. Das heißt, ich ziehe mir das jetzt einmal locker an. Bezüglich der Halterungen gibt es hier dieses System, also so einen Eisenring ohne Dichtung. Des Weiteren gibt es diese mit Dichtung. Hier habe ich es da quer gesetzt, das Plättchen hinten. So sehen diese Ringe aus. Hier haben Sie die Bezeichnung. Das ist ein 140er und den kann man hier zusammenschrauben. Hier oben gibt man eine Gewindestange hinein. Hier geht ein M8 oder M10. Hier innen ist eine kleine, wie bei den Rohrschellen für die Wasserleitungen eigentlich, kann man M10 oder M8, das ist jetzt ein M8. Und diese Plättchen werden quasi an die Wand oder an die Decke geschraubt. Das habe ich hier überall so gemacht. Hier kann man es gut erkennen. Und zum Richtung finden habe ich immer einfach den Laser genommen, habe ihn aufgedreht, habe ihn in das Gestell gestellt. Ich hoffe, das könnt ihr jetzt ungefähr sehen. Diesen Bogen, diesen 30 Grad Bogen oder 45 Grad Bogen habe ich montiert und dann bin ich mit dem Laser mittig gegangen und nach der Flucht, das sieht man eigentlich recht gut, gerade. Und nach diesem Laserstrich habe ich dann einfach diese Schellen
mittig Laser, hier war der Laser mittig angeschraubt. Hier in der Mitte ist sogar eine Bohrung. Dann kann man es eigentlich perfekt an den Laserstrich anschrauben. Und das ist wirklich schnurgerade. Dieses Rohr muss sich kürzen, aber nicht, weil es mir zu lang wäre, sondern weil ich hier nichts mehr habe, wo ich mit derselben Verbindung weiter kann. Das muss ich jetzt wieder hier umbärteln. Und ich könnte es mir auch anzeichnen irgendwo, aber am besten ist, man schneidet, wo ein markanter Punkt ist. Hier bei diesem Wulst werde ich genau in der Mitte schneiden. Ja, als Spengler hat man es sehr schwer. So, das geht schön biegen, wenn man das genau quasi auf dem Wulst, heißt der auf diesem Wulst, oder wie man dazu sagt, schneidet. Hier ist es super, wenn man das mit den Beinen hält. Ja. Unten lege ich mir immer was hin. Zeige ich euch auch dieses System mit diesen Dichtungen, die es dazu kaufen gibt. Das ist wie ein Kaugummi. Das drücke ich hier in diese Nut hinein. Wichtig ist, das Plastik oben lassen, bis es quasi alles drinnen ist, denn sonst bleibt das an den Fingern kleben. Das weiß ich nicht, weil ich es wo gelesen habe, sondern weil es mir in den Fingern kleben blieb. Ja, überall schön dicht. Kann ich das gleich oben lassen. Die Stoße, also wo es zusammengelötet oder genietet ist, lasse ich immer an derselben Stelle. Dann kann ich das wegdrehen, soweit das möglich ist. So, jetzt das Plastik raus, also diese Folie abziehen. Ja, jetzt ist das hier herinnen. Boah. Jetzt gebe ich das hier rauf. Schau wieder, dass ich überall schön in dieser Nut bin. So, das hält jetzt eigentlich schon alleine durch diesen Kaugummi-ähnlichen Dingsbums. Jetzt kommt hier noch die Schraube und die Mutter. Gleichmäßig immer auf jeder Seite. Jetzt kann man sogar innen erkennen, hier drückt es diesen Kaugummi-ähnlichen Kleber heraus. Auf dieser Seite gebe ich wieder dieses Band. Jetzt habe ich mir einen Wagris heruntergemacht und setze dieses Plättchen an für die Halterung der Rohre. Also da habe ich mir hier schon einen Strich gemacht. Das brauche ich mir nur hier herhalten, genau. So. So. Jetzt muss ich messen, wie lange ich die Gewindestange schneiden muss. Denn hier kommt ja das hier raufgedreht. Hier habe ich 6 cm, ich muss immer 5 mm wegrechnen, das ist das Plättchen und der Gummi. Also um die ein bisschen herauskomme her, kann ich ruhig 5,5 schneiden. Kann ich noch mal nachmessen. Hier habe ich ungefähr fast einen Millimeter fast. Es muss nach außen, haben wir vorher gesagt, oder? Ja, passt. So, jetzt wieder diesen Schnitt lasse ich nach hinten schauen. Jetzt kann ich das hier einhängen. Und
Jetzt ziehe ich das wieder an. Also ich habe mir die Farbe vor dem Lockdown noch gekauft und habe eigentlich gefragt, ob es so eine Maschinenfarbe ist. Und ja, es ist jetzt, schaut jetzt irgendwie, da war ich, passend ist das jetzt, da war ich etwas grünäugig. Ja. Also diese Beine, diese grünen Beine kommen hier unten hin, dann steht die Maschine auf denen auf und ich kann sie jedes Mal mit den Hubwagen bewegen, die Maschine. Hinten habe ich schon Schläuche gegeben, 120er. Diesen Anschluss habe ich bei meinem Maschinenhändler des Vertrauens gefunden und der passt hier unten hinein, wie wenn er original wäre. Jetzt habe ich hier den Schlauch und den werde ich mit Schellen befestigen. Die andere Seite habe ich schon, hier habe ich mir eine Nuss heraufgegeben. Jetzt kann ich das ein wenig lockern. So, nicht zu viel, sonst springen die auseinander. Diese Schläuche sind etwas zu kurz, aber ich habe jetzt momentan nichts anderes. So, da das Rohr jetzt durchgeht, also fertig ist hier, hier wird noch die Bandsäge angeschlossen, kann ich das jetzt verkleiden. Mit der Eisenplatte hätte ich mich etwas schwer getan. Ist es schon viel Schneiderei mit dieser Birkenplatte? Und jetzt mache ich diesen Teil hier mit Sperrholz. Der Sinn darunter auch ist, also darunter, der Sinn darin, nicht darunter, das ist ja wieder, war wieder mein eigener, ja. Auf jeden Fall, der Sinn darin liegt auch, dass ich irgendwann später vielleicht hier eine Lüftung noch durchbaue, damit von dem Außengerät die warme Luft, die es mir hier sehr schnell rauszieht, wieder herein kann. Hier zeichne ich mir das jetzt dann an immer. Und dann schneide ich das mit der Stichsäge weg, bis es passt. Das ist ein etwas mühsamer Weg, aber er ist so. Mit der Stichsäge immer verkehrt schneiden, wenn man will, wenn man nicht will, dass die Sichtseite nicht ausreißt. Also, wenn man will, dass die Sichtseite nicht ausreißt, muss man mit der Stichsäge verkehren. Ich habe heute etwas mit dem Reden. Das ist wahrscheinlich die warme Luft hier oben. Hier sieht man, muss ich mir diese Klemme ausschneiden und hier herunter muss ich noch mehr wegnehmen und hier in diesem Bereich muss ich 45 Grad unterschneiden, damit ich hin kann, denn hier unten steht es schon an. Hierzu kann man das mit der Stichsäge sehr gut machen, die kann man so schräg halten. Man kann es auch mit der Bandschleifmaschine einschleifen, wenn man sich mit der Stichsäge bei so Arbeiten unwohl fühlt. Aber ich habe das recht gut heraus in den Dreh. Die andere Seite ist schon fertig. So sieht es dann aus, wenn es gut eingepasst ist, eingeschnitten. Da werde ich dann aber noch eine kleine Phase anschleifen. Hier werde ich natürlich auch Drähte legen, damit ich das hier erden kann und die Druckluft erden kann. Hier mit einem Erdungskabel werde ich herausgehen und hier unten, also für die Leitung. Und jetzt habe ich hier so ein 10 Quadratkabel, 4 Meter, 5 Meter, 6, 7, 8 Meter brauche ich. 1, 2, 3, 4. So. Jetzt gehen wir zusammen. Das ziehe ich mir natürlich in einen Kabelschlauch ein. Und das zweite Kabel kommt jetzt hier herein. Das werde ich hier in diese Schelle dazu hängen. Wenn ihr bis hierher gekommen seid, dann habt ihr es geschafft, das ganze Absaugvideo anzuschauen. Das hier nehme ich jetzt etwas später auf, denn es ist wieder einige Zeit vergangen. Aber ich kann euch kurz zeigen, wie sie saugt. Ich muss, wie gesagt, immer die Türe aufmachen oder ein Fenster. Es saugt mega. Hier draußen die Säcke. Hier volle Säcke. Die Säcke bei so einer Absaugung füllen sich aber nicht der Reihe nach, sondern kreuz und quer, wie sie wollen. Ich, wie gesagt, hoffe, es hat euch gefallen. Macht es einfach nach.
Es ist eine spannende Arbeit, auf jeden Fall günstiger, wie wenn man sich das machen lässt. Und eigentlich glaube ich, wenn man das selber macht, dichtet man das noch dichter ab, wie es jeder andere abdichten würde. Das ist so dicht, ich habe noch nie was Dichteres gesehen. Wenn ich so dicht wäre, wäre ich ganz normal. Ich wünsche euch viel Spaß, abonniert den Kanal, drückt auch die Glocke, das habe ich noch nie gesagt. Drückt die Glocke, drückt die Glocke, drückt gefällt mir, drückt gefällt mir, drückt die Glocke, drückt gefällt mir. Und jetzt gehe ich ein paar Mal raus und rein, wegen der Spannung. Raus, rein, raus. Ich sage danke, tschüss, Papa.